Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute an der Rakete weiterbauen. Ich brauche 2 Small Fuel Kanister und ich brauche 2 von diesen Rocket-Dingern da. Das heißt, ich baue jetzt als erstes den Empty Kanister und den baut man mit Compressed Steel Blades und mit Steel Rings. Das heißt, ich brauche mal 8 Stahlringe. Schauen wir mal, ob wir die schon haben. Schaut gut aus. Wo muss ich die machen? Sehr, sehr wichtig, immer zu fragen. MV. Gut. Dann brauche ich 8 von diesen Stahlplatten. Ich habe festgestellt, ich hatte Gott sei Dank noch welche übrig. Die waren hinten in der Kiste drin. So, das heißt, ich habe jetzt hier auch 8. Ich weiß, ich habe mich nämlich noch das letzte Mal schon gewundert, wo ich mir gedacht habe, also wo ich schon angefangen habe, sozusagen das Toulon herzustellen. Also ist es nie schlecht, Toulon herzustellen. Aber ich habe mich immer gefragt, hast du nicht die ganze Zeit Platten gemacht? Ja, habe ich. Sind hier in der Kiste drin. Da sind nämlich auch Wafer und große Platten. Darum sage ich ja, ist immer total toll, wenn ich nichts aufräume. Das fällt dann irgendwann immer auf die Füße. So, also ich habe jetzt, brauche ich dazu noch einen Circuit? Nope. Also, dann machen wir das mal weg. Das heißt, du hin und du hin. Und dann läuft schon mal der Kanister. So, dann brauche ich jetzt als nächstes Soldering Iron oder Zinn. Ich brauche davon 2. Also das heißt ein Soldering. So, dann mache ich dieses Mal aber den, drehe ich diesmal weg. Da ist der nämlich schon mal richtig drin. Dann brauche ich 2 Redstone-Fackeln. Die habe ich hier. So, was brauche ich noch? 2 Rough Iron Plates. Und Circuit 1. Circuit 1 ist das wenigste. Rough Iron Plate dürfte eigentlich gar keine Probleme sein. Sagte er und hatte nicht. Stimmt. Ja, ich bin jetzt das mit dem Sneaken gewohnt. Da oben was drin. Wenn ich sie hab, nichts bauen. Erst wenn leer, wird wieder nachjustiert. So, nächstes 2 Sachen laufen. Jetzt baue ich eine Firefox Casing. Und nicht Firefox, das ist was anderes. Dafür brauche ich Stahlplatten, 8 Stück. Für das Casing brauche ich 4 Steel Rods. Also 8 Steel Rods, 8 Platten. Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Muss ich dann irgendwann in mein nicht vorhandenes Mach mal fürs nächste Mal Liste eintragen. Und ja, und dann, ja, habe ich es nicht gemacht und dann ärgere ich mich wieder und dann machen wir das dann halt zusammen. Genau. So. Und ich brauche jetzt dann den Vierer. Vierer habe ich gesagt. So, dann haben wir den Steel Casing. Ich brauche nochmal 8 Rods. Gut, das heißt, wir holen mal schnell 16 Stahl. Ich muss nicht warten bis zum nächsten Mal.
Ich habe gesagt, ich brauche 16. Genau, ich brauche 8 Platten. Oh, und jetzt machen wir gleich die Rods. Ich bin immer noch nicht so gut ausgestattet, dass ich sagen kann, egal. Momentan läuft auch hinten Stainless Steel, habe ich auch nicht so schnell noch durch den Mixer gejagt. Ist, glaube ich, noch ja, 16 Stück habe ich jetzt noch da drin. Könnte ich sogar noch mal irgendwas nachlegen. So, gib mir den auch noch. 2. Danke. Dann habe ich schon mal jetzt die 8. Ich habe gesagt, ich brauche Platten, ne? Machen wir es ja auch. Können wir uns dann gleich anschauen? Ah, schaut mal, das sind wieder Trouble-Sachen drin. Ja, ist ja gut, ist ja überall was drin. Genau, das Casing habe ich schon einstecken. Okay, also, das habe ich zweimal, das habe ich jetzt zweimal, das habe ich jetzt zweimal. Lassen wir mal detekten. So, jetzt brauche ich Compressed Alloy SDHC 120. Ja, bin ich nicht gewohnt, dass ich da draufklicken darf, ohne dass ich Wein anfange. Das heißt, ich brauche jetzt Compressed Dual Bronze. Brauche ich auch zweimal, oder? Nein, das brauche ich viermal. Gut, dass ich geguckt habe. Also, Compressed Dual Bronze. Das heißt, ich brauche jetzt davon 8. Compressed Coal. Den kenne ich, den habe ich glaube ich gar noch nicht, oder? Das heißt, ich brauche jetzt gepresste Kohle. Davon brauche ich auch 4. Also, dass ich keine Kohle habe, das bezweifle ich. Heißt, ich brauche 4, das heißt 36. Ab in den Kompressor und viel Spaß. So, haben wir auch am Laufen. Und 8 davon. Also ich brauche Bronze und Aluminium, jeweils 8. Hab ich. So, dann brauche ich, hierfür brauche ich ein TNT. Ach so, das klöppe ich hier zusammen. Dafür brauche ich auch ein TNT. Das Schlimme ist eigentlich das, da müsste man eigentlich mit Powder Barrels oder sowas machen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch welche hinten habe. Weil die sind halt weitaus billiger. Ja, wobei Industrie TNT, scheiß drauf. Ich hoffe nur, dass es mir reicht. Ne, weil ich brauche ja dafür 4, dafür 4. Dann für die Kohleplatten, die wo er gerade herstellt. Genau, dafür habe ich ja die Kohleblöcke. Leg dich mal schnell hin. Schauen wir mal gleich. Okay, das klöpple ich ja mit der Hand zusammen. Brauche dann auch nochmal Stainless Steel Schrauben.
Das brauche ich ja viermal. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 4 TNT. Da habe ich 3. Ist klar. Spiel, ich weiß schon. Du kannst mich einfach nicht leiden. Jetzt gehe ich trotzdem gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich weiß. Ich und Glück? Nee. Da ist er. Ich gehe jetzt einfach mal gucken in der Erzverarbeitung. Gibt da wieder Monster? Begeisterung. So, für das Powder Barrel. Gibt es zu viele Rezepte? Sei Star da draußen. Acht Stück. Schaut mal, ich habe hier noch Industrie-TNT. So, acht Stück davon rein und acht Stück davon rein. Was vergessen? Jawohl, Hammer. So, das heißt, ich brauche jetzt mir den nächsten vier. Ach, ich brauche doch keinen Stahl, ich brauche doch nur Aluminium, ne? Dann brauche ich auch noch zwei. Ist mir egal. Dafür habe ich das Zeug da. Ah ja, genau. Macht man seinen neuesten so. So, haben wir auch. Ja, ich schaue lieber hier nach. Geht schneller. Da brauche ich auch nur zwei. Ich werde mich irgendwann mal ärgern, dass ich die brauche, weil ich sie bestimmt dort hingestellt habe, weil ich sie brauchen könnte. Aber ich bin momentan froh, wenn ich kein Industrie-TNT verschwenden muss. So, das heißt, wir gehen in die Werkstatt. So, dann habe ich hier noch diese Platten, die kann ich auch mal wegtun. Aber da wenig Platz. So, das heißt, ich brauche jetzt 4, 8, ich brauche 12. Nein, ich brauche 4. Hahaha. Aus zwei Stainless Steel Ingots. Ich vorhin eigentlich geguckt, weil ich gesagt habe, ich habe nur noch zwei. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwas wieder geschieht oder so. Ja,
Auch 16. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Wo renne ich hin? Bleib da. So. Das heißt jetzt, du kommst dahin 4, dahin 4, dahin 4, dahin 4. Dann kommt es dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Das sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Pfeile oben, Hammer unten. Okay. Pfeile oben. Andersrum? Ja, ich sah ja viel. Compressed Dual Bronze. Ich hoffe, dass ich Bronze gemacht habe. Ja, Coal, Aluminium. Stainless Steel Schrauben. Hammer und Pfeile. Nein, Hammer und Schraubendreher. Ich muss doch die Schrauben reindrehen. Drag. Hast du schon wieder das Spiel vergessen? Wenn Schraube dabei, immer Schraubendreher. Eins, zwei, drei, vier. So, Hammer. Auch wenn es ein Schraubendreher. Nee, da haben wir aber auch dabei. Okay, ja. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt die da. Was wollte ich jetzt auf? Was wollte ich jetzt eigentlich auf? Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Vier Stück mitnehmen, den Rest da lassen. So, ab zur Erzverarbeitung. So, da kommst jetzt du rein und du rein. Deckel zu, Affe tot. Das Tiny oder Small? Weiß, warum, dass ich frag. So, du kommst da rein. Okay. Ich müsste jetzt eigentlich alles haben, ne? Wir werden sehen. So, dann heißt es jetzt, ja, das habe ich auf jeden Fall alles. Und das klöppeln wir auch oben zusammen. So, und du bist jetzt 8 Platten brauche ich. Ha, nehme ich dich. Und das? Ich habe da mal so eine Vermutung. Hä? Einfach nur Vermutung. Hier Rocket. Und noch eine. Wir haben zwei Stück. Wir haben Quest fertig. So, jetzt brauchen wir noch die Small Fuel Kanister. Davon brauche ich auch nochmal zwei. Das heißt, davon 4. Davon 4. Also, bevor ich abdampf. Okay. Das wird jetzt knapp. Ich brauche jetzt 16 schon mal alleine für die eine Quest. Also für die da. Und 8 davon. Das heißt, ich habe jetzt noch eine einzige. Also ich weiß, welche Platten das wir brauchen. Compressed Steel Plate. Wenn wir wieder welche machen müssen. So.
Die Steel-Rods gleich mitnehmen und aufräumen. Brauche wieder 8. Das waren der da, ne? Dann mache ich dich wieder weg. Wenn die zwei laufen. So, in der Zeit, wo der läuft, gehen wir in die Erzverarbeitung. Nehmen da das letzte raus. Davon 4 und davon 4. Davon 4 und davon 4. Und wieder in die Werkstatt. Mein Lieblingsort, Werkstatt. Ja, da klöppeln wir auch alles zusammen, ne? So, dann haben wir jetzt nochmal zwei Kanister. Lieber spät als nie. Ach, die habe ich da oben rein. So. Ein Black Fuel und noch eine. Die können jetzt wieder stacken. Gott sei Dank. Okay. Ich brauche 8 Stainless Steel Schrauben. Die habe ich noch hinten. Ich glaube, 12 waren es noch, oder? Ja, das ist mein Problem, ne? Weil momentan habe ich zu wenig Stainless Steel. Da könnte ich, hätte ich jetzt, sonst hätte ich jetzt dann vorhin auch ein bisschen mehr gemacht und gleich reingeschmissen. Ja, das war wieder typisch ich. Alles aufräumen, was Sinn und Zweck hat, ne? Aber das ist keine Kiste, sondern das kriege ich halt nicht raus. So, du kommst da rein. Dreher kommt nach oben. Haben wir nach unten. So in die Mitte. Bleibst jetzt erstmal drin. Und wir haben die nächste Quest fertig. Freue mich gerade. So, das heißt jetzt für die Rakete. Haben wir jetzt das da fertig? Ich brauche noch eine Stahlkiste, das habe ich auch schon gesehen. Ich brauche noch das Landtier. Geht auch ohne Kiste, aber ich will da Kiste drin haben. Ländertier. Das Frequenzmodul. Da brauche ich Basic Wafer, da brauche ich Compressed Thin Plate. Ich brauche schon wieder einen Bildschirm. Lach. Da freue ich mich. Was brauche ich denn für den Oxygen Helm? Ein Scuba Helmet? Nee, ich glaube Prophezeien nicht. Und meiner ist drüben. Scuba Helmet. Lass mich bitte zwei Stück da drin haben. Ich habe nur ein. Okay. Ja.
Also, was brauchen wir jetzt für das Zeug? Ich brauche mal wieder einen Sensor. Das heißt, ich brauche mal wieder da schöne Sachen, da Kleinigkeiten. Ja, darf wieder rumfetzen wie ein Blöder. Ich brauche wieder Chrom. Ich brauche vor allem davon zwei. Das ist das, was viel schlimmer ist. Bei mir sind nämlich, gehen nämlich jetzt auch. Oder brauche ich dafür überhaupt kein Circuit? Ja, ich habe noch einen. Wir müssen HV-Circuits wiederherstellen. Stainless Steel Plate, 8 Stück. Und ich brauche Eye of Ender. Das heißt, ich darf wieder ins Lager. Mein schönes Spielchen machen. Davon zwei und davon zwei. Ich habe fast keine Enderperlen mehr. Ja, wobei in der Bank müsste ich welche haben. Aber ich habe nichts für die Blaze. Okay, habe ich das auch? Erzverarbeitung. Wir gehen an den EBF. Der arbeitet auch noch. 34 hat er. 29 sind fertig. Sehr schön. Auch der. Sekunden ist viel schöner. Ja, aber ich muss jetzt halt die Coils dann hier austauschen, ne? Da kann ich da unten lang gucken. Achso, der war erst beim. Der hat erst den ersten fertig gemacht. Ich habe schon gedacht, du bist beim zweiten. Ach Mann. Mein größtes Problem wird jetzt halt wirklich sein, dass ich halt, ja, jetzt keine Chipsätze mehr habe. Da kann ich dann gleich mal, Sebo, wenn er dann später da sein sollte, mal nett bitten, dass er mir was macht. Und dann eventuell auch noch so ein Circuit Board. Small Battery Hull. Habe ich keine. Was? Ich habe nur volle, ne? Hä? Ach so. Der findet ja nichts mehr, was in den Drawern drin ist. Stimmt ja. Das ist ja total schön. Ich brauche zwei. Einmal ein Battery Alloy. Ein Zinnkabel und 144 Pulli. Das müsste jetzt die zweite Höhle sein. Basic Wafer. Ui, ich hab sie. Ich bin von mir begeistert.
Gott sei Dank habe ich da mal aus Versehen reingeguckt, dass ich gewusst habe, was noch drin ist. Okay. Also, du kommst dahin. Du kommst dahin. Compressed Tin und Compressed Aluminium. Nein, was mache ich denn für einen Scheiß? Wieso habe ich. Oh, die Triebwerke will noch nicht mit rein. Triebwerk kommt dahin. So, Batterien. Okay, die zwei Sensoren brauche ich noch. Dürften jetzt auch fertig sein. Sehr schön, Hammer. Ich habe aber keine Compressed Tin Plates. Triple Tin Plates. Wie viel brauche ich dafür? Vier. Wir werden sehen. Das passt. So, zuerst die Platten. Und dann das hochexplosive Zeug. Und dann die Entnahme. Gott sei Dank ist es nicht heiß. Oh Gott, jetzt kommt wieder meine Lieblingsarbeit. Okay, also ab ins Lager. Wir schmeißen uns auf den Boden. Ich muss jetzt einfach mal gucken, was passiert. Wenn ich das da nehme und das da nehme, was kommt raus? Bleib da. Passt. Ich brauche noch, glaube ich, Rot, ne? Lapis brauche ich noch und Rot brauche ich noch. Bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Hatte ich noch jetzt zwei Rot drin oder nicht? Ich glaube schon. Lapis habe ich auf jeden Fall. Rose Red habe ich nicht. Also das heißt, ich brauche rote Blümchen. Halt, Moment. Nein, keine rote Blümchen doch. So, kann ich dich so zerteilen, dass ich vier Stück rauskriege? Ne, nur zwei. Aber ich sehe noch eine. Der Weg nicht so weit. Acker. Ich hoffe, dass ich die Maschine habe. Wenn nicht, gehe ich in die Küche. Essbare Blätter. Ja. Im Extractor.
Advanced Extractor. Der hat gewonnen. So, ich brauche ich nicht sogar nur zwei? Warum mache ich jetzt vier? Weil ich es kann. Ich kenne mich, ich brauche bestimmt wieder bald welche. Also, das heißt, oh, nee, für den Bildschirm sagt mir bitte nicht, dass ich für den Bildschirm jetzt auch, Gott sei Dank, brauche aber Glasspanes. Habe ich noch Glasdust? Habe ich noch Glas? Wer bin ich im Mini? Ja, wie viele? Nur noch Kierglas. Kann ich auch Kierglas platt machen? Gott. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Glas zerdeppern so lang dauern kann. Hab ich. So, Glass Paints mache ich im Extruder. Der spuckt mir jetzt mindestens noch die nächsten 5 Folgen im Kopf rum, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich die Maschine überhaupt habe. So, das heißt, ich baue jetzt nochmal 8 Aluminiumplatten. Ja, ja. So, was habe ich jetzt bestimmt? Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Monitor. Ach Gott sei Dank. Glassdown habe ich vergessen. Hab's doch gewusst. Irgendwas habe ich immer vergessen. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das ist ja einfach nur mal schnell wohin und was holen und schnell wieder zurück. So, also wir haben 8 Aluminium-Glasplatten. Das da. Das da, das da. Und das da. So, das heißt, wir haben jetzt die 2 Bildschirme. Das müsste jetzt eigentlich heißen, wir haben alles. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Und ihr zwei kommt dahin. Und ich habe 2 Frequenzmodule. Dass ich mich auch wiederfinde, oder? Muss ich auch noch einen Buggy bauen? Könnte sein, dass das für ein Länder ist. Ah, und dann weiß ich auch, für was die andere Rakete ist. So, jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Ein Buggy Seat. Compressed Steel Plate. So, bevor ich jetzt ganz große Augen kriege. Compressed Steel Plate. Claimen. Danke. So, wie viel brauche ich für den Seed? Brauche noch Rubber Sheets? 3 Stück? Okay. Schauen wir mal, ob wir so viele haben. Nein. Weil ich ja nie mehr Rubber Sheets mache.
Ah, aber ich habe noch was drin. Schön brav in der Hand halten. Heißt, du kommst jetzt dann hier rein. Nein. Ich brauchte für die. Muss ich gucken. Nicht, dass ich jetzt dann. Er ist auch 144. Das ist egal. Das müssten 6 Stück werden, ne? Genau. Gott sei Dank ist da noch was drin. Gleich nicht mehr. Rest hier rein. Auf diese Konstruktion bin ich irgendwie ein bisschen stolz auf mich. Noch 4. Hat es der einfach nur ein Leck gehabt oder konnte ich nicht sehen? Ja, er hat ein Leck gehabt. Danke. Ich wundere mich noch. So, 3 Stück davon. So, wir haben einen Buggy Seat. So, Moon Landing Teil. Ich brauche 3 Compress Steel. Die habe ich natürlich nicht. Und Compress Copper. Die habe ich noch, oder? Nee, Compress Copper habe ich gar nichts. Okay, Compress Steel. Das heißt. Ja, ist ja gut. So. Ach, ich brauche nur eine. Eine Triple Copper Plate. Schauen wir mal, ob ich sowas schon hab. Yep. Gut, dann gehen wir in die Erzverarbeitung. Wollte schon immer mal mit Sprengstoff auf eine Maschine klicken. So, Hammer. Wieso willst du 2 Buggy Seats haben? Willst du da nur einen machen, wenn ich da nur einen machen soll, willst du mich verarschen? Ich merke schon, Dream kann ich zählen. Das ist gemein. Ja, an die Steel Plates komme ich ran. Das ist kein Problem. Das kann ich jetzt über die Quests alles regeln. Das Problem ist gerade für mich der Rubber. Das ist das Schlimme. Der Rubber ist das, was ich nicht habe.
Das ist nur reinführen. Okay. Ich brauche heute wieder 16 Stück. Der war hier. Alles, was gelb ist, ist böse. So, und du gehst da rein. So. Nee, schon mal den. Er war so. Habe wirklich nur 16 gemacht, ne? Ja, genau. 16 kann man sehr gut durch Sechsteilen, Drag. Du hast das voll drauf. Mathe 1, setzen 6. Ja, nicht nur Dream kann sich verziehen, ich kann das auch. So, also zweiter Sitz. So, für den Länder brauche ich jetzt. Ach so, ich brauche noch die Steel Pole. Das sind nochmal 4 Stück mit Bolt M Extruder LV. Mit Bolt. Mit Bolt. Okay. Ja, vieles vermutet, aber das nicht. Rod? Ja? Bolt? Nein? Aber buh. Ja. Ist es nicht eine Stahlstange? Heißt ja auch Pool Dance. Stangentanz. So, das heißt, wir haben jetzt das auch. Das heißt, ich brauche jetzt aus dieser Kiste noch den da. Und den Frequenzer habe ich ja auch noch einstecken. Okay, also, was brauchen wir jetzt dafür? Ich brauche jetzt den Frequenzer oben und den Ding in der Mitte. Frequenzer oben, sitzt in der Mitte. Dann kommen die drei daher. Du kommst daher. Die zwei kommen daher. Sehr schön. Das heißt, ich sitze auf dem Triebwerk. Yay! Don't forget to slow down oder wie auch immer. Warte, ich glaube, ich habe die Rakete fertig. Jetzt sagt er mir nur noch, ich muss die Rakete zusammenbasteln. Am besten jetzt nochmal bauen. Dann sieht er mich ausflippen. So. Das heißt, du kommst jetzt mal wieder weg. Schauen wir mal, ob wir alles einpacken können. In die Tasche. In die Tasche. Er sagt, er hat alles.
So, das heißt, Gier kommen da rein, Gier kommen da rein. Die Nase kommt drauf, das Triebwerk kommt hinten dran. Ich habe den Lander. So, der kommt dahin. Dann habe ich den da. Und die zwei Teile. Leute! Ist er nicht schnuckig? Moment, ich gehe mal schnell schlafen. Nicht, dass mich ein Monster jetzt angreift und mir die Rakete klaut. Nein! Ja, ihr wisst ja, Pferde und so, ne? Ich habe zwar immer noch keine, aber Apotheke habe ich auch nicht. So, das Schlimme, wisst ihr, was das ganz Schlimme ist? Ich weiß nicht mehr, welche Taste das ich drücken muss. Perspektive ist F5. Hey! Nochmal F5. Ja! Ist das nicht schön? Findet ihr auch, ne? Die Rakete ist fertig. So, wunderbar. Ich habe auch gleich einen Screenshot. Thumbnail haben wir es auch gesehen. Hat nur 52 Minuten gedauert, aber wir haben sie fertig. Es ist doch super. Also, Rakete haben wir fertig. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch, vor allem nur, wir müssen jetzt noch uns um die Landeplattform kümmern. Oh Gott, ja. Ja, geht schön weiter, wenn ich das schon wieder sehe. Ich brauche den Fuel Loader. Ich glaube, den haben wir aber schon teilweise oben. Moment. Nee, den ha haben, haben, haben wir den, haben wir den schon so weit? Ja, den haben wir fast oben. Was fehlt mir? Der Basic Wafer. Der wurde schon so weit fertig gebastelt. Na komm, dann packen wir den auch noch in die Folge. Jetzt wird die Folge überladen. Nee, ich war überladen. So, ich brauche Motor. So, wir nehmen das mal mit rein. Danke. Aber ich habe recht. Es waren die wenigsten Rezepte. Okay, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und du kommst dahin. So, und jetzt haben wir auch noch den Fuel Loader. Und wir machen mal die ganz kleine Kiste auf, die wo da hinten ist. Schmeißen mal eine riesen Rakete rein und den Fuel Loader. Genau. Aber was können? Oxygen Bubble Distributor. Helium 3, Salzwasser on Moon. Okay. Steht hier noch irgendwas von dort von Flüssigkeiten? Ja, um an den Mond zu kommen, muss ich es craften. Das ist mir schon klar. So intelligent war ich auch. Aber ich hätte gedacht. Ja, okay, das Rocket Launchpad brauche ich auch noch. Das heißt, das wird beim nächsten Mal dann soweit sein. Logs and Bagels. Ja, und ich brauche noch einen Raumanzug, ne? Das ist auch klar. Den da oben. Das brauchen wir auch noch. Ach, schaut. Da hinten. Da hinten ist es doch. Ich Blindfisch.
Ich brauche Kerosin, ich brauche RP1, RP1. Ah, alles klar. Aber Kerosin weiß ich, dass ich schon angefangen habe, welches herzustellen. Liquid Oxy, das ist dann bestimmt gekühlt, oder? Da werden wir uns das nächste Mal drum kümmern. Das heißt, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem guten Weg, zum Mond zu fliegen. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich brauche dann auf jeden Fall genügend zum Futtern. Ich brauche ein leeres Inventar, wenn ich zum Mond fliege. Weil Basen bauen, ba eine ba Basis bauen irgendwann, ja, aber jetzt noch nicht gleich. Sondern ich will dann erstmal auf dem Weg sein und vor allem schauen, dass ich dann an Titan rankomme. Dass wir die nächste Stufe er erreichen können. Genau, das ist ja mein Hauptziel. Ja. Aber wir haben jetzt einiges gepackt, ne? Also diesen da sind wir auf dem Weg. Da werden wir uns noch freuen. Genau. So, wir haben die Rakete geschafft. Ich bin immer noch glücklich. Hurra, hurra, hurra. Und wenn ihr noch Fragen an Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.